Dann willkommen zum Livestream zum 10.000 Abonnenten-Special. So, jetzt kann ich auch den Stream so ein bisschen, den Chat so ein bisschen mitverfolgen. Und zwar hoffe ich natürlich, dass ihr mich alle hört. Dann schreibt das gerne mal in den Chat rein. Da schreibt schon jemand. Das mache ich mal. Wir hören dich, das ist doch perfekt. So. Perfekt. Und zwar habe ich mir erst gedacht, ich wollte schon die Vorzeichnung machen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache das im Chat, im Stream, damit ich auch so ein bisschen was dazu erkläre, wie ich da so rangehe, wie ich das zum Beispiel auf dem Papier platziere. Ja, erstmal vielen Dank an alle, die reinschauen. So, und zwar suchen wir gleich auch noch so ein bisschen die Farben raus und so, aber eins nach dem anderen. Diese Vorlage findet ihr in der Videobeschreibung. Müsstet ihr zumindest einen Link finden. Ansonsten, wenn der jetzt nicht da ist, werde ich den auf jeden Fall im Nachhinein nochmal reinstellen. Dieses Bild ist auf jeden Fall von Pixabay. Und hier habe ich nur eine Ecke abgeknickt, damit ich das später besser daneben legen kann. Als Papier verwende ich das Paint On von Clairefontaine. Das ist dieses hier, das Graue. Und darauf werde ich heute zeichnen. Und zwar, um das alles so ein bisschen zu beschleunigen, mache ich das gleich mit Kohlepapier. Ich werde hier jetzt noch mal ein bisschen was zu sagen. Also zwar zeichnen. Allerdings wäre dann hier oben relativ viel Platz noch, wo nichts ist. Und deswegen mache ich das im Querformat, weil das Motiv ja auch ein bisschen breit gezogener ist. Und zwar kann ich das dann ja auch mittig setzen oder weiter rechts oder weiter links. Und ich mache es in diesem Fall weiter links, sodass dorthin, wo der Eisvogel hinschaut, mehr Platz ist als auf der anderen Seite. Und deswegen, immer wenn ein Tier irgendwo hinschaut, lasse ich dahin mehr Platz als auf der anderen Seite und platziere das dann halt dementsprechend auf dem Papier. Das wollte ich nämlich noch dazu erklärt haben. Und zwar benutze ich jetzt Kohlepapier zum Übertragen. Die dunkle Seite dabei nach unten, das ist wichtig. Sonst wird da nicht so viel draus. So, dann schaue ich noch mal. Das passt alles. Hier ist die Kante vom Papier. Ich ziehe das noch mal ein bisschen weiter nach da. Hier ungefähr ist die Kante vom Papier. Und ich hoffe auch bei euch von der Qualität her ist alles ganz gut, weil bei mir beim Tablet ist das nicht so klasse irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber ich hoffe, man kann alles erkennen. Kalle und Loki pennen auf dem Flur. Deswegen kann ich das jetzt gerade nicht so oder die nicht so präsentieren. Und zwar mache ich die Vorzeichnung immer mit einem Kugelschreiber. Einmal sehe ich dann besser, wo ich lang zeichne. Und ich finde, das ist eine weichere Spitze als mit einem Bleistift zum Beispiel. Das fand ich ein bisschen schwieriger und deswegen nehme ich einen Kugelschreiber. So, positioniert ist er. Und bei den ersten Strichen gucke ich schon mal drunter, ob man ein bisschen was sieht. Und man sieht ein bisschen was, also behalte ich dann diesen Druck bei. Ich werde auch immer gefragt, was ich denn genau vorzeichne. Da nehme ich die für mich wichtigen
Punkte raus, zum Beispiel die Umrisse sich zum Beispiel ändern. So, hier nochmal, hier eventuell auch nochmal, wo ein bisschen Licht und Schatten ist, damit ich einfach ein bisschen mehr Orientierung im späteren Verlauf habe. Hier ist noch eine Kralle. Den Ast deute ich halt nur an. Der wird später auch nur angedeutet von mir. Jetzt muss noch mal das Licht so ein bisschen verschieben. So, also jeder kann natürlich das vorzeichnen oder ja, übertragen, was er sie möchte. Deswegen, also ich sage nur, ich mache Umrisse und zum Beispiel starke Schatten- und Lichtbereiche. So gehe ich halt vor. Und hier, wo die Federn sind, wie die Federn so ein bisschen verlaufen. Ja, je besser ich mir das bei der Vorzeichnung schon so ein bisschen vorbereite, desto einfacher ist es für mich im Nachhinein. Aber ich glaube, das ist halt auch von Person zu Person anders. Also wenn man das zum Beispiel auch anders gewohnt ist, kriegt man das bestimmt auch mit anderen Methoden oder mit weniger Linien hin. Aber wenn immer so ein bisschen Aufregung im Spiel ist, dann möchte ich immer auf Nummer sicher gehen. Gerade wie hier beim Livestream ist ja doch noch mal eine andere Situation. Und ich grüße natürlich allen, die hier zugucken, nicht nur einzelne Personen. Ich weiß auch gar nicht, also woher das rührt. Also es fragen mich ja viele, ob ich die mal grüßen kann. Also ich grüße natürlich immer alle. Ich freue mich über jeden, der reinschaut, der meine Videos schaut. Also vielen Dank dafür. Ja, so. Jetzt hier der helle. Jetzt kommt nur noch der Schnabel bei mir und dann. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder da. Irgendwie ist ja klar, dass heute wieder irgendwelche Störungen sind. Liebe es. So, jetzt halte ich das auf dieser Seite fest und schaue mal, ob ich das gut übertragen habe. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel erkennen. Ich mache, wenn ich merke, ich habe zu wenig vorgezeichnet, also nicht doll genug, dann kann ich die Linie noch einfach noch mal ein bisschen nachgehen. Ich kann das gleich mal zeigen, das Kohlepapier. Ich habe das sonst immer beim örtlichen Copyshop sozusagen gekauft. Ja, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Da habe ich dann auch einfach gesagt, ich möchte Kohlepapier haben. Da wusste ich halt auch nicht, was für eine Marke das ist. Und man kann das natürlich nicht mehr wegradieren, wenn man zum Beispiel zu stark aufgedrückt hat. Deswegen nehme ich einen Kugelschreiber, weil ich damit für mich einen guten Druck ausüben kann auf das Papier. Und bei hellen Zeichnungen, also zum Beispiel wenn man einen hellen Hund, helle Katze, helles Tier zeichnet, sollte man natürlich besonders darauf achten, dass man nicht zu stark die Vorzeichnung macht. Deswegen halt gucke ich hier auch ab und an mal runter, wie das dann so ist. Oft weiß es. Das geht natürlich auch. So viel Variation habe ich hier nicht. Ich schaue mal, ob ich das Kohlepapier hier gerade irgendwie finde. Dann zeige ich euch das mal. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wo ich das gekauft habe. Aber das ist das hier.
Ja, wenn die Qualität schlecht ist, musst du vielleicht mal so, wenn du am Handy bist, so drei Knöpfchen an der Seite drücken oder sowas, wo Einstellungen oder so ein Rädchen. Und dann, wenn du vielleicht höhere Daten machst, geht das vielleicht ein wenig besser. Also ihr seht das hier jetzt, wie gesagt, nur ganz schwach. Das ist auch okay so. Meins lässt sich bei Aquarellpapier nicht mehr wegradieren. Also nicht wichtig ist, dass man nicht zu stark aufdrückt. Ne? Das ist wirklich wichtig. Also ich gehe mal näher ran, in der Hoffnung, dass man es das irgendwie erkennen kann. Das ist halt echt sehr wenig aufgedrückt, wie ihr seht. So, kommen wir zur Farbwahl. Die meine Videos sonst immer gucken, wissen, ich sage normalerweise keine Nummern oder sowas, weil ich möchte nicht, dass jemand sich genötigt fühlt, genau diese Nummern zu kaufen, weil ich finde, man kriegt das auch mit anderen Stiften hin. Wichtig ist halt nur ungefähr, dass man diese Farbtöne ungefähr bekommt. Deswegen, also, man kann das so hinbekommen. Wenn ihr das jetzt natürlich unbedingt wollt, dass ich die Nummern sage, kann ich sie euch jetzt sagen. Wie gesagt, aber ich denke immer, man bekommt das auch mit allen anderen Farben irgendwie hin. Weil jeder zeichnet ja auch anders und dadurch, auch wenn ihr die Nummern habt, kann dadurch das Ergebnis trotzdem variieren. Also, und zwar habe ich hier, weil es ja ein graues Papier ist, weiß, einmal von den Luminance, einmal von den Polychromos. Luminance wird ein bisschen besser sichtbar sein, weil das ein weicherer Stift ist. Dann so ein, also Rötelton ist das, so ein, ja, orange-rötlicher Ton, ein gelblicher Ton, wirklich ein Orange nehme ich tatsächlich, ein Lila, ein Schwarz, so ein Paints-Grau, das heißt auch nur Paints Gray von Luminance. Dann ein Türkisblau ist das hier so, das heißt richtig Kobalttürkis. Dann Graublau von Luminance, Preußischblau von Polychromos. Phthalo-Blau von Polychromos, aber ich kann diesen nicht aussprechen. Ganz schlimm. Und übrigens, ich versuche den Livestream zu speichern, also falls es doch länger dauert als gedacht. Ultramarin hell und auch nochmal so einen rötlichen Ton. Das ist so, was steht da drauf? Ocker gebrannt. So, wie gesagt, das ist meine. Noch eine Farbe dazu hole, das kommt dann im Zeichenprozess so dazu. So, und unter meiner Zeichenhand, ich gehe noch mal ein kleines bisschen raus, lege ich hier ein Stück, ein sauberes Blatt Papier. So, und dann fangen wir auch sofort an. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt das so gut erkennen. Ich versuche auch meine Lampe so ein bisschen. Vielleicht gehe ich auch noch mal näher ran. Dann fange ich jetzt an, mit dem Schwarz das Auge auszufüllen. Und bei diesen Zeichnungen geht es mir halt darum, dass sie realistisch aussehen, die Zeichnung, aber nicht mega detailliert. Weil sonst würden wir hier auch in 2 Tagen noch sitzen. Ja, ich bin Linkshänder. Deswegen ein, ja, genau. Also wenn man nicht genau weiß, wie die Farben auf diesen Grau oder Beige reagieren, weil die können teilweise ein bisschen anders wirken, ist es sehr hilfreich, so eine Farbtabelle mal anzulegen. Wie lange du live bist. Ich habe mich letztes Mal so verschätzt. Deswegen, also ich sage es mal so, ich hoffe, dass
Ich so anderthalb Stunden und nicht länger, aber wenn es länger dauert, ich halte durch. Ich werde es durchziehen und ich werde es natürlich auch versuchen zu speichern. Ich hoffe, es funktioniert. Sonst wäre das äußerst ärgerlich. Aber ich versuche es zu speichern für euch, damit ihr euch das auch in Ruhe im Nachhinein anschauen könnt. Feldzeichnen, ja, jetzt geht es auch gleich ans Federnzeichnen. Das habe ich so auch noch nicht gemacht und auch lange so nicht mehr gemacht. Und dann mache ich mir noch einen Tee. Ja, mach einen für mich mit. Ich habe hier nur ein Wasser, weil wenn ich rede, dann kriegt man schnell so einen trockenen Mund. Und jetzt beim Auge ist hier auch noch mal so ein hellerer Bereich. Ja, also ich versuche ihn zu speichern. Ich garantiere für nichts. Aber theoretisch sollte es funktionieren. So, jetzt sehen wir schon das erste Problem, was ich hatte. Ein dunkles Braun hat mir gefehlt. Jetzt habe ich das Caput Mortuum Violett mitgenommen. Sehr ratsam bei rot-bräunlichen oder orange-bräunlichen Farbtönen, um die abzudunkeln. Wiese finde ich am schwierigsten. Ich finde allgemein so Sachen, die man nicht oft zeichnet, echt total schwer. Oder ich tue mich damit so schwer. Und was meine ich damit? Im Zeichenprozess. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich noch so ein Beige brauche. Jetzt habe ich von den Luminance noch einen Braunocker dazu genommen. Ich glaube, Elfenbein heißt es bei dem Polychromos. Würde zum Beispiel auch gehen. Wo ist denn jetzt mein? Okay, und ich erlaube mir noch einen Sepia dazu zu nehmen. Das ist so ein ganz dunkler Braunton. So, jetzt fangen wir nochmal beim Schnabel an. Der geht hier nämlich dann über. Deine Referenzfoto. Ne, am Handy verschwindet das so fix. Beurteilst du? Wie meinst du das mit beurteilst du? Oh, das ist schön, dass du gerade mitzeichnest. Freut mich. Wenn du das auf Social Media postest, kannst du gerne den Hashtag Vitas Artworks verwenden, wenn du zum Beispiel bei Insta oder so bist, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch recht hoch, dass ich das irgendwie mal sehe und mitbekomme. So, jetzt kann ich mich nämlich gut an meinen vorgezeichneten Strichen orientieren. Und da schon mal den Glanzreflex vom Schnabel einzeichnen. Und die Qualität leidet gerade auch so ein bisschen drunter, also die Videoqualität, weil Kunstlicht und dass das am Handy allgemein so ein bisschen nicht so klasse anscheinend. Aber ich versuche auch einige Sachen dazu zu erklären. Also denke ich und hoffe ich, dass es euch trotzdem gefällt, Spaß macht. So, ich hatte hier jetzt mit Blau ein bisschen unterlegt und mit Weiß. Wie gesagt, mache ich jetzt diesen
Schnabel hier erstmal, weil das ja heller ist als das Grau quasi vom Papier. Und jetzt versuche ich die Schatten nach und nach einzuarbeiten. Und ich muss mich irgendwie jetzt schon daran erinnern, dass ich nicht zu so detailliert werde. Weil sonst sitzen wir hier, oder ich zumindest hier noch in 3 Stunden und nehme das auf. Also in ebenso fällt wie mir in einem Video von einem Pferd, ein Buntstift, habe ich das auf jeden Fall schon mal mit drin. Das weiß ich, dass ich zumindest den Schopf, glaube ich, gezeigt habe. Da bin ich mir sehr sicher. Also der Schopf, den findest du da auf jeden Fall schon mal. Also komplette Mähne habe ich aber noch nicht. Also das ist korrekt, habe ich noch nicht. So. Nehme ich nochmal. Leben auf dem Land. Ja, ich glaube, das ist hier bei mir genau dasselbe, ich will nicht sagen, Problem. Die Speicherung. Bei Streams sind bei mir auch immer, also bei YouTube vor allem, bei Insta geht das mittlerweile irgendwie. Aber YouTube ist ja irgendwie nochmal, weiß ich nicht, heftiger anscheinend fürs Handy. Mit einem diesem preußisch Blau, also so einem dunklen, satten Blau, gehe ich jetzt nochmal so ein bisschen die Schatten nach, damit sie halt nicht nur komplett einfach nur dunkel sind, sondern auch farblich so ein bisschen angehaucht. Da unten ist noch so ein Schattenbereich. Ja, Eisvögel sind, glaube ich, auch, also zumindest auch bei mir, ein geliebtes Motiv. So, hier male ich jetzt sozusagen erstmal so ein bisschen mit der Farbe einfach aus, mit kreisenden Bewegungen. Heißt, dass man nicht so eine Fellstriche, Federn. Gefiederstriche sieht, so muss ich es vielleicht ausdrücken. So, damit ich hier den Übergang vom Schnabel zum Gefieder wieder ein bisschen besser hergestellt habe, ziehe ich schwarz so ein bisschen in dieses Gefieder rein. So, und ich finde beim Schnabel zum Beispiel, wenn ich damit weiß, das verblende, was ich hier oben eingezeichnet habe mit Blau und Schwarz, dann kriegt das so einen Effekt, als wenn das so ein bisschen reflektiert irgendwas. Du kannst eigentlich, also jedes Orange nehmen, was du hast. Du kannst auch zum Beispiel Rötel nehmen. Oder ich glaube, Terrakotta halt, kann man auch gut nehmen. Also das ist auch möglich. Ich bin gerade selber noch am Überlegen, wie ich am intelligentesten, wie soll ich sagen, das blaue Gefieder zeichne mit diesen Reflexionen auf den Kopf. Darüber
denke ich gerade noch nach, was die schlauste Variante wäre, weil ich habe mir das vorher irgendwie schon überlegt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt die beste, schlauste Lösung ist. Aber wir werden das gleich zusammen herausfinden. Darum geht es nämlich auch. Einfach mal Sachen ausprobieren und den Erfahrungswerten zu schöpfen. Und nicht zu lange planen. So, hier habe ich nämlich auch jetzt mit Rötel-Orange und so einem Gelbton das so ein bisschen eingezeichnet. Jetzt mache ich so einzelne Gefiederandeutungen mit den Caput Mortuum Violett. Dann zeichne ich noch ein paar hellere mit so einem Beige ein. Das ist ein Beige, was ich hier gerade verwende. So, wie mache ich jetzt das Gefieder am besten? Ich nehme jetzt einfach mal das Türkis. Glaube, ich kann ruhig schon ein bisschen doller aufdrücken. So, ich glaube, das war ganz gut eben, wie ich das so bei den Orange, bei diesem Bereich gehandhabt habe. Also ich habe mir jetzt sozusagen eine Grundlage mit diesem Türkisblau erschaffen und bringe jetzt die Schatten mit den Paints Grau, also Paints Grau ein, so. Ich will mal sagen, wie das beim Aquarell bei mir heißt, aber das hier heißt nur Paints Grau. Das ist so ein, einfach wie so ein ganz, ganz dunkles Blau. Und was anderes ist das nicht. Also wenn ihr ganz, ganz dunkles Blau irgendwie habt oder einfach ein kalt Grau und ganz dunkel, ist das zum Beispiel auch okay. Hallöchen und Dankeschön fürs Einschalten. So, dann mache ich hier noch mal ein bisschen schattigen Bereichen. Hier bringe ich das dunkle Blau. Oh. Blaugrau so auch schon mal ein, weil da nämlich Schattenbereich ist. Dann habe ich das da auch schon mal eingebracht. Vielen Dank, das freut mich natürlich zu lesen und zu hören. Und allgemein hilft Feedback natürlich immer. Genauso wie, also wenn ihr zum Beispiel Videos liked oder kommentiert, allgemein, da freuen nicht nur ich mich, sondern auch andere, wenn ihr es bei anderen Kanälen zum Beispiel macht. Also damit man einfach auch so ein bisschen Feedback bekommt. Das ist natürlich immer sehr schön. So, und jetzt arbeite ich mich natürlich um. Jetzt habe ich hier das Weiß vergessen. Mit Weiß, also hier kann ich so minimal aufhellen dann. Mit Weiß, dieses Bläuliche. Wie gesagt, es wird nur ein bisschen heller. Sondern ich kann. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen genervt. Von dem Gelaber. Ah, also vielen Dank für euer Feedback und
dass ihr immer die Videos schaut und liked und kommentiert. Also vielen Dank dafür. Jetzt habe ich nämlich vergessen, was ich sagen wollte. Muss aber mal. Das ist doch, genau, also Entschuldigung, die Farbe, die Frage. Also Polychromos und Luminance teilweise. Die Luminance könnt ihr einfach immer daran, wenn ich das verwende. Also wenn ich das so verwende, Mine farbig, da holzfarben, ist das immer der Luminance. So, dann jetzt mache ich das Bottom Line, den ich hier einfach. Cool, auf Sandpapier, aber ich fand dunkel noch hell. Genau, hier habe ich auch erst so einen Mittelton erschaffen und dann dunkel und hell drüber gezeichnet. Das ging auch sehr gut. Und natürlich, wenn du auf Sandpapier arbeitest, geht das natürlich noch ein bisschen besser mit hell über dunkel zu malen. Also das geht bei zum Beispiel Pastell matt immer ein bisschen besser. Und auf diesem Papier ist es halt auch minimal möglich, das aufzuhellen. Aber man kriegt das natürlich nicht mehr komplett hell hin. Also man kriegt das nicht mehr komplett weiß sozusagen. Nur aufgehellt bekommt man das damit. Und das weiß ich gar nicht, ob durch mich viele gute Künstler geworden sind. Aber es freut mich natürlich, wenn man dann so Feedback bekommt. Manche haben ja auch Mails. Finde ich auch immer ganz cool, wenn ich dann. Und ja, also solche Videos machen halt auch echt Arbeit. Und dann freut man sich natürlich, wenn man dann so ein schönes Feedback von euch bekommt. So, hier bei dem Brustfell gehe ich jetzt wieder genauso vor. Ich arbeite mit so einem gelblichen Ton, mit einem rötlich-orangelichen Ton und zeichne mir das erstmal komplett quasi ein. Dafür fasse ich den Stift relativ weit hinten an, um nicht zu viel Druck auf das Papier auszuüben. Ich fühle mich dann immer so wie ein. Ich hoffe, ihr schläft nicht ein oder so. Das ist das Paint On von Claire Fontaine, das Graue. Oder Paint. Gris oder so heißt das. Gris heißt das. Spaß an den Mails. Ich habe immer Angst, bei mehreren tausend Abonnenten nur zu nerven. Was heißt Spaß? Also, wenn ich glaube, ich hätte jetzt auch keine mehr dran, wenn ich jeden Tag irgendwie 100 Mails oder so bekommen würde. Also sag mal so allgemein mag ich es eh nicht gern so Mails schreiben. Das finde ich immer so lästig an den ganzen Angelegenheit. Es ist aber eine Sache, die gemacht werden muss. Und wenn dann natürlich so dazwischen solche Mails sind, dass die sich freuen, dass da so Videos und so online sind, dann ist das natürlich schön für mich, ne? Also und auch so, dass man denkt, ah, wissen das Leute zu schätzen. Das ist genauso, wenn jemand jetzt Videos, zum Beispiel ein Video kommentiert. Ich stelle euch nochmal irgendwie ein bisschen anders hin. Oder sowas. Also ich freue mich über sozusagen jegliches Feedback dazu. Also einen Border Collie bzw. einen schwarz-weißen Sheltie habe ich hier auch schon online. Border Collie weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Ups, jetzt muss ich nochmal spitzen. So, ihr seht also, mit Weiß kann ich das ein bisschen aufhellen. Ich kriege es natürlich nicht komplett weiß übergezeichnet. Das funktioniert nicht. Also zumindest nicht mit einem Buntstift. So muss man das sagen.
Das ist so Spaß. Das ist doch schon mal schön, dann sieht man alle Aspekte, die das betrifft. Ich denke auch immer, wenn man Spaß dran hat, dann, ja, weiß nicht, dann sieht man das auch so ein bisschen den Zeichnungen vielleicht an. Aber auch solche Bilder machen Spaß. Weil ich halt auch möchte, dass diese Bilder halt relativ schnell gehen, damit sie recht fix fertig sind, aber man trotzdem ein realistisches Ergebnis hat. Also wie gesagt, wenn ich das, ich sag mal, normal zeichnen würde auf dem weißen Papier, so wie ich meinen einen Eisvogel gezeichnet habe, den einige von euch ja schon kennen wahrscheinlich, dann würden wir hier bestimmt einen kompletten Tag, müsste ich so einen 24-Stunden-Stream oder sowas machen. Und ich meine, wer guckt sich 24-Stunden-Streams an? Und ich glaube, ich hätte tatsächlich auch keine Lust, 24 Stunden hier zu sitzen. Also das ist alles nicht schlimm. Die Schnelligkeit kommt einfach mit der Zeit. Und wie gesagt, Hauptsache, es macht Spaß. Und es geht auch nicht um Schnelligkeit. Jeder ist so schnell, wie er das halt macht. Und man dann anschließend auch damit zufrieden ist. Also alles, stresst euch da bitte nicht. Na, also kein Stress, einfach so malen, wie ihr das gerade macht. Nochmal. Bin auch immer fasziniert, wie ihr Profis die Farben seht, auf oder hinter einem Schwarz noch lila, grün, blau. Das braucht echt Übung. Ja, es braucht Übung, aber wenn du zum Beispiel deine Vorlage hast und die auf 100% Sättigung machst, am Handy, Tablet, das geht überall, auch mit den da einfachsten Programmen, die da schon drauf installiert sind sozusagen, dann sieht man meistens diese, ich sage immer, besonderen Farben. Vielleicht so als kleiner Tipp, dass damit kann man schon gut solche Farben herausfiltern. Und ansonsten sieht man das so, wenn man ein bisschen geübter ist, auch an den Umgebungsfarben, welche da ungefähr drinstecken könnten. Wie lange malst du schon? Ich seit 2,5 Jahren und bin lange nicht so gut wie du. Du, ich mal schon seit 11 Jahren. Ich male seit 11 Jahren Tierporträts und bin da also schon echt ein bisschen geübter drin. Also kein Stress, einfach dranbleiben. Dann viel Spaß mit den Hunden. Wir waren auch schon spazieren. Extra vorher, weil sonst hätte ich hier wieder zwei Gnaddeltanten an der Strippe und da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Vielen Dank euch allen. Und klar, immer einfach dranbleiben. Wie gesagt, wenn ihr Spaß dran habt, einfach dranbleiben. Sich dazu zu zwingen nachher, das bringt nachher nichts, wenn es einen wirklich keinen Spaß macht, dass man sich mal durch vielleicht so ein Bild durchzwingen muss, weil einem das Motiv vielleicht nicht zusagt und es ist ein Auftrag. Das ist alles nicht so wild. Aber im Allgemeinen sollte man doch Spaß an der Sache haben. Und die Livestreams auch zum Beispiel bei Insta. Das finde ich auch immer sehr schön. Wir haben uns mal dann so liebevoll eine kleine Selbsthilfegruppe. Weil einfach so, dass man zusammen kreativ ist, was Kreatives macht. Das ist doch auch mal ganz schön. Und ihr seht ja auch, dass ich halt quasi Segment für Segment zeichne und nicht alles komplett grundiere. Und dann alles komplett zeichne, sondern mir wirklich Part für Part nehme und die dann weiter ausarbeite.
Aber auch hier kann natürlich jeder das machen, wie er es natürlich gerne möchte. Ich möchte hier natürlich wie immer nur meine Art und Weise des Zeichnens darstellen. Der andere kann ich auch nicht darstellen, ist ja logisch. Ich liebe es, wenn ich mein Bild hinlege und sagen kann, das habe ich geschafft, geht es dir auch so? Eine Weise, ja. So catchen und so. Zum Beispiel bei dem Tiger, der jetzt fertig geworden ist. Da fand ich auch so, er ist endlich fertig. Der hängt auch bei mir. Und das Original werde ich auch erstmal nicht verkaufen. Davon werde ich jetzt erstmal nur Drucke verkaufen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Das Grundieren und so kann ich echt noch nicht gut. Also wenn du grundierst, am besten Stift relativ weit hinten anfassen und dann, dass du quasi mit der Stiftseite so ein bisschen malst. Und nicht so mit den Dings. Das ist anfangs ein bisschen einfacher, wenn man das einfach weiter hinten hält. Und dann einfach kreisende Bewegungen machen. Was für Bilderrahmen und Passepartouts benutzt du? Oder schneidest du die Passepartouts selber? Nee, also ich habe es persönlich noch nie probiert, so muss ich das halt auch sagen. Aber ich kaufe die Bilderrahmen, die Passepartouts zusammen meistens mit dem Bilderrahmen. Also die sind da schon drin. Gibt es zum Beispiel oft in Möbelhäusern oder Baumärkten so zu kaufen. So, das rote Füßchen hatte ich irgendwie nicht bedacht. Dann nehme ich jetzt so ein bisschen was roteres. Aber ich finde das jetzt hier auch nicht schlimm, wenn das nicht 100% den Farbton matcht sozusagen, sondern dass es quasi so eine Anlehnung daran ist, was ich da gerade zeichne. Und ich mache jetzt hier einfach auch so eine dünne Schicht und da zeichne ich gleich noch mit dem Orange drüber. Und dann müsste ich auch ungefähr den Farbton bekommen. So, dann noch eine Kralle dran setzen. Unten so ein bisschen dunkler. Für den Schatten. Das machst. Also Fuchs werde ich auf jeden Fall noch machen, aber wahrscheinlich nicht in diesen Stil, so nenne ich es jetzt mal. Aber wie gesagt, einen Fuchs wollte ich auch irgendwann noch mal malen oder zeichnen. Weiß ich noch nicht genau. Bin mir da noch unschlüssig. Ich bin ja momentan, wie gesagt, so ein bisschen aquarell fixiert. Aber so. Ich denke, nee, hier machen wir jetzt noch, weil von da ja so das Licht kommt, den Lichtreflex am Füßchen, dass es auch so ein bisschen dreidimensionaler wirkt. Hier noch so ein bisschen Schatten. Und dann erkläre ich das untere Gefieder auch schon fast für fertig. Hier am Rand zeichne ich noch mal so ein paar Striche ein, die quasi ein bisschen aus der Form herausgucken, damit das so ein bisschen, ja, Aquarell zumindest. Ja, es wird dir nicht gefallen, aber ich habe ja neue Pinsel ausprobiert und die sind auch sehr geil, aber das erzähle ich nicht. Das erzähle ich dir nicht mehr. Weil ich fühle mich dann nur noch schlecht. Ich fühle mich schlecht. So, jetzt mache ich hier den
den Kopf aber gleich geschaut. Ja, wie gesagt, die sind da auch momentan im Angebot. Und die sind, ich weiß jetzt nicht, ob du die anderen Pinsel kennst, so ein Misch aus Verwaschpinsel, also diese Casaneo-Verwaschpinsel und Spin Synthetics. Und daraus ist das so ein Mischmasch. Und wirklich sehr geil. Aber ich bin auch so ein kleiner Pinselmessi, also von daher, da darf man mich vielleicht noch nicht so ernst nehmen, aber wach, weiß ich auch nicht. Farben und Pinsel sind ganz schlimm. Schlimmes Thema bei mir. Ich glaube nicht, dass du Zeit haben wirst, aber dein Wissen kann man gut lernen und es macht Spaß. Statt Schuhe eben Pinsel. Und dann, ich glaube, ich hätte auch tatsächlich immer Angst, was zu vergessen. Dann würde ich mir im Nachhinein wahrscheinlich so denken, nein, das hättest du da auch noch reinschreiben sollen können. Ja, anstatt Schuhe eben Pinsel. Ja, genau so kann man das vielleicht begründen, anstatt Schuhe eben Pinsel. Aber das ist echt, also manchmal erkläre ich mir ja selber irgendwie für verrückt. Aber ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich sehe das dann, dann bin ich irgendwie so, habe ich den Drang, ich muss es unbedingt haben. Es muss jetzt auch keine Begründung sein. Oder haben ist besser als brauchen. Beste Begründung ever, die wenig Sinn macht, aber egal. Es ist halt schlimm mit Farben und so. Ich habe vor kurzem erst mit Tierporträts angefangen und schaue mir ganz viele von deinen Tutorials an, um besser zu werden. Super, das freut mich und freue mich auch, wenn ich dir damit helfen kann dann. Ich bin über die Aquadrops gestolpert und schon verliebt. Die machen richtig Spaß. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Also diese Aquadrops ist ja auch geil. Wir sprechen über Aquarell und nicht mal hier mit Buntstift. Also hier habe ich nochmal mit den gleichen Blau grundiert, wie ich hier grundiert habe. Und jetzt werde ich genauso vorgehen. Erst hier grundieren, wie ihr hier seht. Ich habe noch nicht alles vollgemalt, weil ich sonst die Orientierung verliere. Jetzt werde ich schon mal die Schatten so ein bisschen nachzeichnen. Mit diesem Stift hier, also mit diesem Payne's Grau. Das ist so ein dunkles Blaugrau. Und dann werde ich wieder die Highlights mit so einem weißen setzen. In der Hoffnung, dass das dann so wirkt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das hat hier unten ja schon mal ganz gut funktioniert, deswegen bin ich guter Dinge, dass das auch funktioniert. Meine Freunde kaufen sich Klamotten, nicht Kunstzeug. Jo. Mama überreden. Pinselmessi, das kenne ich auch. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich braucht man auch, also theoretisch braucht man nicht so viel. Aber dann sehen die so schön aus. Dann denkt man, vielleicht ist das die. Und ich habe wieder Störung. Warum weiß ich nicht. Es ist kein Gewitter und kein gar nichts. Aber gut. Wir lassen uns mal nicht irritieren. Hoffentlich. Tschüssi und bis zum nächsten Mal, denke ich. Also ich werde, wie gesagt, versuchen, das Video zu speichern. Acryl habe ich gar nicht, deswegen kann ich das tatsächlich gar nicht zeigen. Mit Salz arbeite ich da auch manchmal gern. Aber wie ich feststellen musste, funktioniert das nicht unbedingt bei jedem Papier relativ gut. So, und ich drehe mir jetzt auch mein Papier, damit ich das einfach für mich besser erkennen kann. Aber ich denke, ihr könnt auch so noch genug erkennen. Ich habe zu viel Kunstzeug, um es alles sofort auszuprobieren. Ja, ich glaube, ich habe auch fast zu viel. Also ich bin ganz ehrlich, bei Buntstift, Pastell und Bleistift habe ich wirklich nur die nötigsten Sachen, die ich brauche.
Ich habe keine großen Sets oder ähnliches. Aber bei Aquarell ist es anders. Auch wenn man sich die ganzen Farben ermischen kann und so, aber ja, ich finde das halt trotzdem schön. Ich zeichne hier nur mit Buntstiften. Einmal mit den Luminance und mit den Polychromos. Und sorry an die Leute, die gehen müssen. Wie gesagt, ich versuche zu speichern. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Und hier lasse ich hier schon mal so ein bisschen diese Glanzpunkte am Kopf frei und mache hier wie bei so einem Fisch so quasi so einzelne Schüppchen, damit ich die später quasi dann so noch ausarbeiten muss. Also dann noch ein bisschen mit Weiß reingehen muss und die dann quasi so fertig habe. So, ich glaube, jetzt habe ich wieder den Überblick bekommen. Jetzt kann ich. Okay, falls es jetzt nicht angekommen ist, weil es Störungen gab. Ich lebe in der Nähe von Bremen. Immer wieder Pinsel. Man denkt dann, man malt besser. Mit manchmal malt man dann auch besser, weil man einfach mit manchen Pinseln vielleicht mal mehr, mal weniger zurechtkommt. Und manche Pinsel passen zu einem. Den eigenen, ich sag mal, malst die vielleicht besser und manche mal weniger. Was für Aquarellfarben verwendest du denn? Ich verwende die Van Gogh, habe mir die Woche eine Palette zusammengestellt. Ich benutze die Schminke Horadam-Farben. Die habe ich schon, also meine erste Palette davon habe ich schon Ewigkeiten liegen. Anfangs nie benutzt. Dann habe ich sie benutzt, fand die super und habe mir dann zeitweise noch welche von Daniel Smith und Winsor & Newton Professional dazu gekauft. Ich muss persönlich sagen, die Winsor & Newton mag ich persönlich nicht. Ich weiß nicht warum, kann ich tatsächlich gar nicht so genau beantworten. Aber irgendwie, weiß ich nicht, im Gegensatz zu den anderen beiden Farben fand ich die irgendwie nicht so gut. Aber das ist halt persönliche Geschmackssache. Und Daniel Smith ist halt echt teuer. Und wie gesagt, ich finde jetzt auch nicht besser oder so als Schminke. Und deswegen bin ich dann bei Schminke geblieben. So, das ist die Geschichte. Hier fehlen sicher noch ein. Ach so. Ja, also ich zeichne auch mit Pastellen, allerdings halt auch nur Tierporträts, ne? Aber ich zeichne auch mit Pastellen. Dazu findet man noch einige Videos, noch nicht ganz so viele, auf meinem Channel. Als ich glaube, Livestreams war auch mal eine Hundenase und ein Hundeauge, glaube ich, dabei. Ich glaube, irgendwie so. Und allgemein habe ich auch schon einige auf dem Kanal. Passt ja eigentlich, man muss vorhin den Künstler ein bisschen ausrauben. Haben allerdings, glaube ich, nur Pitt Pastellkrayon. Ja, dann. Aber wenn je weniger die haben, desto günstiger kommt man bei weg. So muss man das auch mal sehen. Stärkeren Druck gehe ich jetzt nochmal über diese Bereiche rüber, über diese türkisen, also blau-türkisen Bereiche. Weil Polychromos decken nicht so perfekt wie Luminance zum Beispiel oder Prismacolor auf diesem Papier. Aber man mu muss sich da nur zu helfen wissen, es funktioniert halt trotzdem. Da muss man halt ein bisschen mehr schichten. Dankeschön. Was heißt UWU? Ich weiß nicht, was UWU ist. Pastell, ja, Pastellmatt, das finde ich, macht halt wirklich den Unterschied.
meiner Meinung nach zumindest. Ja, das ist... vielen Dank für das Feedback. Das, wenn ich mit Polychromos funktioniert, Pastellbad auf Polychromos auf Pastellbad funktioniert recht gut. Habe ich den Tiger drauf gezeichnet. Frisst Buntstift relativ gut auf. Aber tatsächlich nicht so krass, wie ich anfangs mal gedacht habe. Aber man muss natürlich damit rechnen, dass es ein stärkerer Verbrauch ist als auf anderen Papieren. Das ist ein Smiley. Alles klar. Ich lerne hier noch dazu. Ich frage, da ich mir mal einen großen Wunsch erfüllen will, eine Zeichnung meiner Mädels, also meinen zwei Yorkshire Terrier. Also das ist kein Problem. Ich brauche ja nur in Anführungsstrichen Fotos von denen. Und dann würde ich die halt zeichnen und quasi würden die dann das Bild dann versendet werden. Mit Post und sowas. Livestreams mit Buntstift zeichne, weil das einfach übelst spiegelt. Dann kann ich tatsächlich nicht so viel erkennen. Und hier male ich jetzt mit Schwarz nochmal die dunkelsten Bereiche so ein bisschen nach, damit ich da einfach mehr Tiefe reinbekomme und mehr Kontrast, weil, wie wir wissen, Kontrast macht ein Bild lebendig. Ich kann das nur wiederholen. Deswegen achtet auch gut auf Kontraste. Auge, Mund, Auge. Ja, ich glaube, ich bin schon zu alt für so einen Kram. Das kenne ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich male meine Bilder mit Ölfarben. Der Eisvogel von dir sieht jetzt schon so toll aus. Dann bekomme ich richtig Lust, einen Buntstift zu malen. Mit Ölfarben kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus. Da bin ich, also da wäre ich zum Beispiel auch völlig aufgeschmissen. Aber so mit Buntstift zu zeichnen geht eigentlich schon noch relativ fix. Auch wenn wir jetzt schon länger dabei sind, aber es geht eigentlich im Gegensatz zu richtigen, meinen anderen richtigen Buntstiftzeichnungen bin ich hier mit dieser Technik recht fix. Und hier seht ihr jetzt, wie ich mit Weiß diesen hellen Glanz quasi am Kopf, also diese, wie sieht man das hier, diese glänzenden Bereiche male. Du kannst mich gerne auf Insta kontaktieren. Du musst nur wissen, also dieses Jahr nehme ich quasi, also bin ich quasi voll. Und da wäre dieses Jahr nichts mehr möglich. Aber Näheres kann ich dir dann gerne bei Insta irgendwie schreiben, wenn du mich da kontaktiert hast. Weil es mein, ja, tatsächlich, das kenne ich. Also dieses Smiles kenne ich nicht. Stifte brechen ab. Ich drücke zu stark auf. So, und da zeichne ich einfach so ein paar Striche immer mit ein paar, ein bisschen glänzt. Immer noch mein Kampf. Ja, Kontraste, wichtig, wichtig. Immer, wenn man da noch keine Übung oder nicht viel Übung drin hat, Zeichnung nehmen, Vorlage nehmen, beides in Schwarz-Weiß umwandeln und dann kann man super sehen, wo man noch ein bisschen dran arbeiten kann. So, jetzt mache ich von diesem braunen, orangenen Bereich nochmal ein paar helle Härchen hier ins Dunkle, sodass sich das quasi auch wieder überlappt und dadurch noch so eine mehr Dreidimensionalität entsteht. Das ist richtig motivierend, nebenbei auch noch zu malen. So ein bisschen wie
Study with me, nur mit Malen. Ist doch super, wenn euch das motiviert. Wenn man dann, wie gesagt, zusammen kreativ sein kann. Und diese weißen Striche darüber sozusagen mache ich jetzt auch mit ein bisschen mehr Druck, weil sonst würde halt kaum Weiß über dem Blau zu sehen sein. Jetzt mache ich noch mal ein paar dunkle Akzente dazwischen, sodass man auch Schattenbereiche wieder hat. Ich finde, wenn man jemanden beim Zeichnen zuschaut, lernt man so viel. Geht mir zumindest so. Also ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich mir nicht so viel solche Sachen angucke. So, ihr Lieben, ich muss das mal ganz kurz auf den Kopf drehen. Übrigens auch eine super Sache, wenn man mal ein bisschen anderen Blickwinkel zu einer Sache bekommen möchte, kann man das super auf den Kopf drehen. Und dann noch mal ein paar Sachen nacharbeiten, weil manchmal fallen einem dabei auch noch mal Kleinigkeiten auf, die man noch ändern kann. Wie hier zum Beispiel auch der Übergang. Hier seht ihr das übrigens, wie das spiegelt. Und so sehe ich das halt die ganze Zeit. Deswegen hilft es mir auch, wenn ich das Bild mal drehen kann. Seid mir da nicht böse. alles fürs Bild. So, jetzt mache ich hier hinten diese Schwanzfedern. Ebenfalls ein gleiches Prinzip. Türkis, also ein Türkisblau. Ihr könnt auch einfach ein Blau nehmen. Leicht grundieren, also so grundieren, ein Grün nehmen, darüber legen, dann habt ihr ungefähr denselben Effekt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so ein Türkis habt. So könnt ihr euch ganz einfach so ein Türkis quasi selber ermischen. Vielen Dank. Und übrigens, dieser Eisvogel ist vorausgesetzt, er ist gut geworden, ne? Also man muss ja mal aufpassen. Der wird halt auch später zum Verkauf stehen. Vorausgesetzt, er ist gut geworden, Leute. Also, weil ich für mich muss mich auch wohlfühlen, dass ich die Zeichnung guten Gewissens dann verkaufen kann. Wenn ich die selber nämlich nicht so gelungen finde, dann mache ich das halt auch nicht. Kommen wir gleich wieder, mussten noch Zähne putzen. Sehr gut, Zähne putzen ist wichtig. Ich denke mal, mega viel. Nee, das ist keine schöne Farbe. Wird in der Zeit auch nicht passieren. Mit den dunklen Blaugrau, also Payne's Grau, mache ich wieder ein bisschen den Schatten weiter nach. Ziehe hier, um diese einzelnen Federchen anzudeuten, von dunklen in den hellen Bereich ein paar dunklere Striche ein. Jetzt nutze ich noch das Schwarz, mache quasi nochmal genau dasselbe, was ich eben mit den Paints Grau gemacht habe. Und ziehe hier einige Striche einfach nochmal nach. Wie gesagt, um diesen Kontrast im Bild zu erhalten. In April habe ich für meine Schwiegermutter ihren Prozess mal Vertrauen. Einfach mal immer wieder probieren, versuchen. Und wie gesagt, Freude daran haben. Das finde ich wirklich mit das Wichtigste,
allgemein bei Hobbys, finde ich. Aber also nicht nur aufs Zeichnen bezogen. So, jetzt mache ich noch diese beiden Federn hier quasi, ich sag mal, einzeln, weil die halt so dunkel sind. Dazu nehme ich wieder jetzt dieses Payne's Grau, male die quasi ein. Hier mache ich das Gleiche. So ein Aquarell. Das hier ist ja kein Aquarell, das ist ein Buntstiftbild. Und ich versuche nicht ganz so mega realistisch zu zeichnen, gerade. Bitte nicht. Mit den Beige mache ich jetzt hier so ein bisschen die Spitze, weil hier sieht man jetzt halt relativ schlecht auf den Ausdruck. Aber hier wirkt es auf mich so ein bisschen warm an der Spitze dieser Federn. Und deswegen zeichne ich das so nach. Die Vorlage ist ein Ausdruck, ne? Von Pixabay ist die Vorlage. Die findest du auch in der Videobeschreibung. Den Link, also theoretisch, habe ich den da reingelegt schon. Und sonst, wenn er da jetzt noch nicht drin sein sollte, werde ich auf jeden Fall im Nachhinein nochmal da reintun. Mit einem Schwarz zeichne ich jetzt die komplett dunkelsten Stellen nach. Perfekt, dann ist der Link drin. Da hat jemand anscheinend schon geguckt. Ach, das ist sehr gut. Vielen Dank, Claudia. So, weil dadurch, dass ich jetzt nur die dunkelsten Stellen damit nachziehe, bleiben die anderen natürlich in diesem gräulichen Ton und heben sich somit auch wieder ab und es ergibt diese Abstufung von den Grautönen. So, ich glaube, meine Kalkulationen mit den 1,5 Stunden gehen wieder nicht auf, aber egal. Ich werde es fertig zeichnen. So, dann hätten wir die hintersten Federn auch fertig. Dann bin ich gerade noch am Überlegen. Ich glaube, ich mache erst diese. Ich weiß nicht, wie sie bei Vögeln, vielleicht sind das die Schwungfedern. Diese größeren Federn mache ich jetzt erstmal und dann zeichne ich diesen kompletten Teil danach. Also zusammen. Jetzt muss ich euch nochmal so ein bisschen, damit ich für mich auch ein bisschen mehr sehe, was ich da so tue. Auf jeden Fall, hier gehe ich jetzt ein wenig anders vor, damit ich halt nicht die Orientierung gleich verliere. Zwar mit Schwarz, aber auch nur mit wenig Druck zeichne ich mir hierbei jetzt schon mal die dunkelsten Stellen ein. Weil hier eben so viel, ich sag mal, los ist. Und dann habe ich gleich noch ein bisschen Orientierung beim Bild. So, hier kommt auch ein bisschen Schatten hin. Dann ist hier die letzte große Feder. Ist hier ein Schatten, dann ist hier ein Schatten.
Und immer dort, wo die überlappen, entsteht dann sozusagen so ein kleiner Schatten. So, jetzt nehme ich mir wieder mein Türkisblau und wie eben auch male ich jetzt so diese einzelnen Federn, weil es sind die einzelnen Federn, würde ich sagen, ne? Aus. Dafür benutze ich wieder kreisende Bewegung. Und gleichzeitig wieder mit, ich glaube mit Schwarz und Weiß oder Paints Grau und Weiß, so die Highlights und die Schatten ein. Okay, das kann ich also ruhig übermalen. Ich sehe die Schatten auch so noch sehr gut. So habe ich das jetzt mir vorbereitet. Und auch hier seht ihr wieder, ich gehe Segment für Segment quasi durch und pick mir mal einzelne Bereiche raus, die ich dann ausarbeite. Und dann gehe ich quasi weiter. Aber erst, wenn ich die einzelnen Bereiche dann ausgearbeitet habe. Arg dunkel ist wie ein Schwarz. Muss ich das noch mehr spitzen? Wie hast du das Zeichnen gelernt? Ich sag mal, le learning by doing. Einfach gezeichnet. Viel zeichnen. Ich habe alles Mögliche anfangs gezeichnet. Ja, auch so ein bisschen abstrakt und Autos und Menschen. Aber Tiere haben mir halt immer so am meisten Spaß gemacht und dann. Schon wieder abgebrochen, bin ich da so hängen geblieben. Und hier bringe ich jetzt auch noch mal so ein paar Striche ein, damit das so aussieht wie Federn. Wie ihr hier seht, habe ich jetzt hier so ein paar von dunklem Bereich in hellen Bereich reingezogen, damit ich eben diese Federoptik ein wenig bekomme, aber ich möchte ja nicht zu detailliert arbeiten. Aber eben, dass es so noch so ein bisschen fedrig wirkt. Ich finde, du erklärst die Technik wirklich sehr gut und verständlich. Man kann gar nicht anders, als es selbst zu versuchen. Ich bin mittlerweile begeisterte Pastellmalerin. Das freut mich natürlich sehr, dass man alles versteht und alles auch recht klar ist, wie was gemeint ist. Wie gesagt, in so einem Livestream kann man natürlich immer noch leichter nachfragen, wenn jetzt irgendwas unklar ist. Aber auch unter den normalen Videos kann man im Normalfall einfach Frage drunter. Die brechen jetzt gerade momentan immer ab, weil ich zu schnell sein möchte.
ziehe ich das noch mal nach. So. So. Und jetzt ziehe ich noch mal dunkle Striche von hier in den hellen Bereich rein, sodass es wieder so aussieht, als wenn das Brustfell das andere Gefieder überdeckt. Nein, Internet, du hältst durch. So, ich überlege gerade, was ich sonst noch so dazu erzählen könnte. Ich pack das nochmal ein bisschen weiter so. Irgendwie ist das ja jetzt immer derselbe Vorgang bei diesen größeren Federn. Ich habe Probleme mit den Proportionen. Hast du Tipps? Ja. Und mittlerweile kann ich überhaupt nicht perfekt vorzeichnen, Freihand vorzeichnen. Aber ich kann das mittlerweile, fühle ich mich relativ immer sicherer, Freihand vorzuzeichnen. Und ich habe anfangs eigentlich nur mit Raster vorgezeichnet. Und jetzt seit, ich glaube, 1, 2 Jahren habe ich dann auch das Kohlepapier dazu genommen, einfach wegen der Schnelligkeit. Aber die, ich sag mal, Muscle Memory in der Hand und so und auch, das, wie du das Bild beobachtest, dass man quasi ein Auge dafür bekommt, ob die Proportionen so stimmen und wie weit was auseinander ist. Also dabei hilft das auch, finde ich. Ich weiß, dass manche sagen, das geht gar nicht, aber mir hilft es einfach, dass ich auch die Übung bekomme. Und bei Aufträgen zum Beispiel finde ich, muss halt auch alles stimmen. Und da gehe ich halt auch kein Risiko ein und sage, ich möchte das jetzt einmal, das sehr lange oder länger bei mir, das freie Handvorzeichnen natürlich, halt mit Raster oder ähnlichem vorzuzeichnen. Deswegen mache ich das da dann so. Und ich finde, wie gesagt, mir persönlich hat das auch geholfen, einfach diese Muscle Memory in der Hand so aufzubauen, wie weit was entfernt ist von etwas. Und gut ist auch, wenn man, was mir beim Freihandzeichnen zum Beispiel hilft, wenn ich weiß, ah, das ist bei denen, zum Beispiel der Schwanz ist bei denen so und so groß. Und wie groß ist jetzt der Rücken, wenn ich jetzt zum Beispiel will. Und so kann ich mir das dann herleiten, wie hoch dieser Flügel dann zum Beispiel sein soll. So mache ich das dann zum Beispiel beim Freihandzeichnen. Ja, bald kann der Vogel fliegen, mehr oder weniger. Aber jetzt kriegt er sein Flügelchen. Und ich glaube, ich habe mein Zeitlimit, oder wie man das nennen will, überschreite ich gleich wieder, aber egal. Manchmal Zeit und Nerven. Ja, und ich finde, man dieses Nachzeichnen, du ziehst das ja genau so nach, wie es soll. Und das hat mir, glaube ich, auch halt sehr geholfen, das so zu verinnerlichen, sage ich mal. Und du siehst halt auch, ich sage immer, beobachten ist halt auch ganz wichtig beim Zeichnen. Du siehst halt auch, wie es aussehen soll. Und wenn ich natürlich immer die Proportion falsch mache, weil ich vielleicht auch nicht die talentierteste Proportion bin, dann finde ich, gewöhnt man sich das eventuell auch falsch an. Und das wollte ich halt auch nicht, mir das dadurch halt so falsch anzugewöhnen. Aber da ist auch, wie gesagt, jeder anders. Du kannst anders gut auch das überziehen, ja. Noch habe ich nicht überzogen. Noch habe ich nicht überzogen.
Wenn ich jetzt in 7 Minuten alles schaffe, was ich nicht schaffen werde, aber die Möglichkeit besteht ja noch, dann habe ich nicht überzogen. Oder hätte ich nicht überzogen. Ich muss ja schon fast in der Vergangenheit sprechen. Gibt es Kohlepapier extra für Kohlepapier extra Radierer? Nicht, dass ich wüsste. Also ich kann ja hier mal, ich kann ja meine Linien, die ich mit Kohlepapier habe, wieder so gut wie komplett wegradieren. Deswegen, da hilft echt die Übung einfach, dass man da nicht zu stark bei bemiete sozusagen. Bin wieder da, ja, welcome back. Also ich, wie gesagt, ich finde das auch keine Schande. Einmal spart man Zeit, gerade bei Aufträgen. Und anfangs hatte ich halt echt, wo ich mit Raster auch, da habe ich nur mit Raster vorgezeichnet, auch dieses Interesse am Kolorieren und dieses Vorzeichnen sonst frei Hand. Das hat mich halt immer dermaßen frustriert, dass ich dann teilweise schon keinen Bock mehr hatte, das dann auszufüllen, weil ich mir dachte, warum soll ich mich jetzt 20 Stunden hinsetzen mit den Kolorieren und nachher sieht das einfach nicht realistisch aus, weil die Proportionen nicht stimmen oder so. Das fände ich halt echt ärgerlich oder fand ich dann damals so ärgerlich. Und das war ein Grund, warum ich halt echt immer auf das Raster zurückgegriffen habe oder seit, wie gesagt, 1, 2 Jahren auch auf Kohlepapier. Auch bei anderen Zeichnungen, bei Pastell habe ich das ja schon fast immer so gemacht, weil man auf Pastellrad matt, finde ich, relativ schlecht radieren kann. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich so wissen. Dann liegt es am Kohlepapier. Meins ist nicht oder unradierbar. Wie gesagt, das weiß ich tatsächlich nicht, ob es da irgendwie unterschiedliche gibt. Ich habe mir eins gekauft und da hat das genauso funktioniert wie mit dem Kohlepapier aus dem Copyshop. Deswegen kann ich da irgendwie, glaube ich, auch nicht mal so viel zum beisteuern. Aquarellpapier kann man auch nicht so viel radieren. Ja, das stimmt. Bei Aquarellpapier sollte man auch nicht viel radieren, wenn man dann die Oberfläche kaputt macht. Und dann kann es sein, dass die Farben so ein bisschen anders darauf und das Wasser so ein bisschen anders darauf reagiert, als an den Stellen, wo man nicht radiert hat. Genau aus dem Grund zeichne ich auch nie auf, also außer in meinen Skizzenbüchern. Das sind Skizzenbücher. Da habe ich für mich das Go, dass ich das darf. Aber ansonsten. Was auch geht zum Transferieren wahrscheinlich, wenn man sich die Rückseite des Papiers mit Bleistift anmalt und es dann also überträgt. Oder mit Pastellkreide. Genau, das habe ich ja in meinem einen Video auch gemacht. Geht auf jeden Fall auch. Also gerade bei Pastell, mit Pastell zum Beispiel, geht das einwandfrei. So, hey, wo ist er denn, der Kleine? Jetzt fehlt ja nicht mehr so viel. Bin weg, muss auf Arbeit. Viel Spaß. Ja, dann viel Spaß auf Arbeit und vielleicht, wenn ich es schaffe, kannst du dir das Ende noch später noch mal anschauen. Aber ich hoffe es sehr, dass ich es schaffe. Es wäre mega ehrlich, wenn ich es nicht schaffe. Zu speichern, meine ich jetzt.
Jetzt male ich dieses kleine Nupsi-Ding da. Nupsi-Ding ist auch so dieses da. Das mache ich auch wieder mit dem Türkisblau. Male ich das hier wieder aus. Mach mit den Paints Grau, also einen dunklen Blau. Oh, das bricht immer ab, das ist doch nervig. Blaugrau, so ein paar Schattenbereiche rein. Endlich Feierabend. Ich kann mit dabei sein. Ah, die einen gehen zur Arbeit, die kommen, anderen kommen von der Arbeit. Und vielleicht freuen sich dann ja auch einige, dass ich noch da bin und noch nicht fertig bin. Im Allgemeinen natürlich vielen Dank an alle, die überhaupt reinschauen, die mit Unterhaltung im Chat das Leben hier drin so ein bisschen aufrecht erhalten. Und die ständige Internetabstürze tapfer durchhalten. Ihr seid die Besten. Das ist irgendwie bei mir gerade nur dieser komische Luminenz, der Paints Grau Luminenz Stift. Ich weiß nicht, da bricht immer die vorderste Spitze ab. Sonst nicht, beim Anspitzen auch nicht. Aber die vorderste Spitze bricht immer ab. Also hier für meine Polychromos benutze ich diesen Stift, Spitzer. Stift ist auch gut. Den Stream versuche ich zu speichern. Und für meine Luminance benutze ich so einen Derwent oder Derwent Kurbelanspitzer. Ja, jetzt habe ich es auf Bild gemacht. So, jetzt mit dem Knetradierer helle ich jetzt auch diesen oberen Bereich ein bisschen auf, weil da gleich helle was Helles hinkommt. Jetzt wieder grundieren mit den wie nennt sich die Farbe? Türkisblau. Schöne Grüße in die Schweiz, Österreich und auf den Rest der Welt. So. Jetzt wird langsam ein Schuh draus. Leute, ich muss gleich nur noch diesen Bereich und ich habe meine Zeit schon überschritten. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe hier auch die Vorzeichnung gemacht und die Stifteauswahl nochmal gezeigt. Und ich unterhalte mich ja auch mit euch währenddessen. Es ist so Multitasking. Wie schön ich mich versuche rauszureden, warum ich das noch nicht fertig habe. So, hier hinten ist jetzt nochmal so ein dunkler Bereich gewesen. Den zeichne ich jetzt auch nochmal mit ein. Ja, yeah, den Smiley kenne ich, diesen Lach, diesen quasi Lach-Smiley. Keine Ahnung, ich glaube, es ist so eine Art Lach-Smiley. So, jetzt male ich nämlich diesen anderen fädrigen Bereich. Wobei ich mir hier wieder die dunkelsten Stellen in Anführungsstrichen markiere. Mit einem den Stift immer abbricht, den dunklen Blaugrau. Ich finde, dass du richtig schnell bist. Ja, schnell ist
Also man, ich glaube, ich stelle mir das halt auch immer, wenn man natürlich sonst malt ohne, ich sag mal, Ablenkung, dass man redet oder auf den Chat guckt oder guckt, ob man noch online ist, so gefühlt, ob das alles noch läuft. Ich glaube, dann ist das auch nochmal anders. Aber so schaue ich natürlich auch, ob ihr Fragen habt. Also, wie gesagt, sorry, falls ich eine Frage überlesen habe. Dann gerne nochmal stellen. Ich versuche hier auch natürlich, ich gebe mein Bestes, das hier gut auch zu schaffen. Nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen von euch. So, ich mache jetzt diesen kompletten oberen Gefiederbereich. Flügelbereich. Grundiere ich jetzt mit so einem diesen Türkisblau, womit ich die anderen Bereiche auch schon gemacht habe. Was heißt in Anspruch nehmen? Keine von. Nee, aber ich denke mir dann immer, oh Gott, jetzt gucken so viele Leute zu und um sich das anzugucken und oh Gott. Vorhabt und einfach hier. So seid. So. Das mache ich wieder auch so viel und lange, dass nicht mehr so viel Papier durchschaut. Wenn es noch ein bisschen durchschaut, ist es für mich nicht schlimm. Denn da kommen dann noch Schichten darüber, die das dann doch wohl hoffentlich überdecken werden. Würden wir nicht, wenn es sich für uns nicht auch lohnen würde. Natürlich, ich hoffe, ihr lernt was dabei oder und wenn nicht, dass ihr wenigstens unterhalten seid. Euch unterhaltet fühlt, dass man zusammen kreativ ist. So. Ach so, ach so, ach so. Hier möchte ich jetzt nur noch mal mit diesem Lila. Ich habe mein eines Lila verlegt und ich kann das nicht mehr wiederfinden tatsächlich. Ich habe das schon so oft gesucht, aber ich finde das einfach nicht mehr wieder. Wahrscheinlich, wenn ich es mir jetzt neu kaufe, finde ich es wieder. Ist ja immer so. Wenn man es dann gerade gekauft hat, dann findet man es wieder. Weil hier in diesem Bereich sieht das so ein bisschen, ja, pinkig mit ein bisschen aus. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal ein bisschen nur in diesen hinteren Bereich mit so einem Lila rein. Ein neuen Hohen. Oh. Das wäre bitter. Ich gehe nie unter 100 Euro aus so einem Kunstladen raus. Ich meine, was auch die Papiere schon allein kosten und so. Und das ist. Bin quasi. Also, das hier habe ich alles schon gemacht. Jetzt mache ich noch diesen Federbereich, diesen Ast. Aber ich versuche den Livestream zu speichern. Und von daher kann man sich hoffentlich den im Nachhinein nochmal anschauen. Und hier an der Spitze mache ich auch nochmal so ein bisschen. Lila. So, jetzt fange ich an, das Gefieder weiter auszuarbeiten. Wie gesagt, tut mir leid, falls ich das so ein bisschen verdecke, aber ich muss gucken.
ich wieder den Stift nehmen, der mal abbricht. Dann nehme ich gleich das Schwarz. Ich auch nicht, unser Meer ist zu nutzen. Also nutzen tue ich es tatsächlich irgendwann halt schon, aber wie gesagt, allein Aquarellpapier oder Pastellpapier, wenn man da einen Block kauft und dann noch zwei Aquarellfarben, ist man gefühlt ja schon bei 50 Euro. Und dann denkt man sich, ich habe gerade einen Block und drei Farben gekauft und ich bin schon wieder bei 50 Euro. Wie kann das sein? Und dann sehe ich natürlich noch wieder Pinsel oder irgendwas anderes Schickes. Und denke mir so, und das kannst du bestimmt irgendwann mal gebrauchen oder auch nicht. Ja. Ah. Naja, also die meisten Sachen brauche ich schon. Da probiere ich auf jeden Fall aus. Alle Achtung ist schon eine Leistung, live zu malen, dann noch auf den Chat einzugehen. Und das in doch so kurzer Zeit. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es ein bisschen Übung ist. Und bei Buntstift habe ich zum Beispiel da auch nicht diesen, also ich sag mal in Anführungsstrichen Stress, weil wenn man Aquarell jetzt malt und man nass in nass arbeiten muss, dann muss das natürlich fix gehen, da kannst du nicht zwischendurch 30 Fragen beantworten. Deswegen mache ich dann dieses nass in nass, dann halt komplett fertig und gehe dann auf den Chat erst ein, weil sonst funktioniert das nicht, was ich dann da so vorhabe. Bei Buntstift brauche ich ja nicht darauf zu achten, ob das jetzt gerade trocknet. Besser. So, hier sind noch so ein paar Abstufungen drin. Und hier oben in diesem Bereich sieht das tatsächlich so ein bisschen aus wie Fell, das Gefieder, also wie es fällt, sage ich mal, ne? Wie es fällt, das Fell. Haha. Oh, es ist schon spät. Es war Zeit für den Witz des Tages. Ich weiß, der war nicht, ich ihn ein bisschen lustig fand, aber irgendwie fand ich ihn doch nicht lustig. Würde ich das meinen, hier die Jederzeichnung für die Vorlage und die Vorlage für meinen Kritzel? Nein. Das kommt alles mit Übung und deswegen zeige ich ja auch manchmal solche Bilder, wie ich anfangs gezeichnet habe. Ne? Also man darf das halt nicht sehen, dass das meine ersten Zeichnungen sind, weil das ist halt nicht so. Es wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Es ist halt nicht so. Deswegen darf man das dann. Deswegen sage ich auch immer, jeder ist sein eigener Maßstab, jeder lernt in seinem Tempo, wie er es schafft, weil man kann sich schlecht mit anderen da vergleichen, weil man nicht weiß, wie lange zeichnen die am Tag, wie viel zeichnen die jeden Tag und so weiter. Und jeder hat sein eigenes Tempo, jeder, wie gesagt, hat andere Ziele, jeder zeichnet anders. Und von daher, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, aber vergleicht euch dann nicht halt zu sehr mit anderen. Sondern seid auf das stolz, was ihr geschafft habt. Bewahrt eure Zeichnung auf, damit ihr das vergleichen könnt. Und dann ist alles super. Das tut irgendwie. Und trotzdem geht man immer stolz mit seinen Habseligkeiten aus dem Kunst. Ja, bis dann so das Erwachen kommt. So. So ungefähr. Ja, eigentlich brauchst du es nicht, aber jetzt hast du es ja. Also natürlich braucht man die Sachen immer, ist ja logisch, aber. Und auch hier zeichne ich bei diesen Federn wieder von dem dunklen Bereich in den Federbereich so ein paar Striche ein. Also so, dass es so aussieht wie einzelne Federchen, die da.
Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt, Schicht für Schicht einfach immer weiter nach vorne. Ich bin so untalentiert, was Tiere angeht. Also die Form ist ja noch okay. Und was Fell geht bei mir gar nicht. Das ist alles Übungssache. Deswegen also einfach schauen, einfach mal zeichnen, schauen, wie man vielleicht selber, weil vielleicht ist, ich sag mal, meine Methode gar nicht deine Methode, die für dich, für dein, wie du zeichnest, weil jeder zeichnet ja, wie gesagt, auch anders, die da drauf so matcht, sondern vielleicht musst du vielleicht eine Kleinigkeit anders machen und dann kommst du besser zurecht. Deswegen sage ich auch mal, es ist meine Methode. Es gibt zig andere Methoden. Probiert einfach mal rum. Probiert Sachen aus. Denn auch das ist, ich komme mir vor wie so ein Motivationsredner hier. Da habe ich es realistisch. Mal zum Relaxen, nicht für Perfektion. Ja, das, also, das ist, was heißt so ein schwieriges Thema? Also ich sehe das teilweise so wie du, teilweise anders, weil wenn ich das zeichne und die fertige Zeichnung habe und sowas, dann sehe ich ja die einzelnen Striche zum Beispiel, die ich gemacht habe. Wenn ich näher rangehe, sehe ich die einzelnen Striche, die einzelnen Details und wie ich gearbeitet habe. Wenn ich weiter weggehe, sieht es halt realistisch aus. Oder ich habe vielleicht andere Farben verwendet, quasi, also kontrastreicher und mehr diese Umgebungsfarben mit eingebaut. Klar kann man das alles am PC so bearbeiten, also ist ja logisch. Aber, und das ist halt so die Faszination auch von einem leeren Blatt Papier entsteht so ein Bild, was halt realistisch ist, nur mit quasi Stiften und Papier. Und das ist halt vielleicht auch so die Faszination, was bei mir so ein bisschen dahinter steckt. Vielen lieben Dank. Wie viel ich am Tag so zeichne, das ist von gar nicht bis 6, 7, 8 Stunden und dann auch. Und in Kürze klappt das mit dem Fell. Ja, also einfach probieren und alles. Also einfach so, ja, ausprobieren, sage ich halt immer. Verschiedene Sachen ausprobieren. Was zeichnest du gar nicht gern? Ja, Holz. Deswegen wird das auch so eine Light-Variante vom Holz übrigens. Weil da bin ich irgendwie. Also, es geht, aber wenn ich. Das ist Holz, das ist Gras, das ist. Sag ich ja. Alles, ich glaube, was man halt nicht so häufig zeichnet, da hat man dann natürlich mehr Schwierigkeiten mit. Wobei ich, glaube ich, auch Holz lieber zeichne als Gras, weil Gras ist. Finde ich irgendwie sehr schwierig, das richtig realistisch oder auch, dass es von Weitem realistisch aussehen soll. Ich finde es halt schwierig. Wenn man so im Flow ist, dann geht's, aber wenn man erstmal wieder da so reinkommen muss, ist das schon schwer. Für mich zumindest. Hörst du Musik, wenn du zeichnest? Ich höre ab und zu K-Pop. Musik manchmal, auch Hör-CDs oder irgendwelche YouTube, also bei YouTube irgendwelche Dokus oder sowas. So True Crime ist auch immer ganz interessant. Als du angefangen hast mit den Zeichnen. Okay, wie alt war ich da? 17, glaube ich. Oh Gott, ich hoffe, ja, 17 war ich da, genau. Ich bin da gerade 17 geworden, da habe ich.
So, jetzt muss ich schon mal mein Handy anschließen, weil ich glaube, ups, das ist gleich leer. Ich hatte 85%, also das schluckt wirklich sehr viel Strom. Ich hoffe, ihr hört mich alle noch. Ich hoffe, es hat alles gut geklappt. Falls es noch verließ. Schönen Abend noch und vielen Dank für die kurzweilige Zeit, Caro. Hier hängt es nur noch. Es tut mir leid, aber vielleicht, wenn du es dir im Nachhinein nochmal angucken möchtest, vielleicht hängt es dann nicht mehr. Und trotzdem vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War jetzt eine Weile nicht im Stream, denn mitten ins Becken komme wieder und bin beeindruckt, dass sie wahnsinnig gut ist. Vielen, vielen Dank dafür. Freut mich sehr, das zu lesen. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich so antworten kann. Bin dann ein bisschen schüchtern. Für ein gutes Skizzenbuch wurde Frau Freud, sollte man beim Kauf achten. Marke, Format. Und danke für die tollen Videos und den Livestream. Also erstmal vielen Dank für das Feedback und beim Skizzenbuch, es kommt halt darauf an, was willst du da drin zeichnen? Willst du mit Aquarell arbeiten oder nur mit Bleistift, Buntstift? Bei Aquarell sollte es ja wirklich Minimum 200 Gramm haben, so ein Skizzenbuch. Allgemein je dicker natürlich, je besser. Bei Aquarell, wenn du mit Markern oder Buntstift oder sowas arbeitest, sollte das ja zum Beispiel glattes Papier sein. So, ich sage ja, hier ist das ähnlich wie Fell, deswegen fällt mir das gar nicht so schwierig. Fällt mir das gar nicht so schwierig, das ist ja auch irgendwie merkwürdig ausgedrückt, aber egal, ich habe es jetzt gesagt. Kurse zu geben, ich würde mich sofort anmelden. Ich wollte dieses Thema eigentlich nicht ansprechen, weil wegen Corinna, also ihr wisst schon, das C-Wort. Also ich hatte es mal vor, dann kam es, wie es kam. Dann ist das halt alles so mega in den Hintergrund gedrückt und dann gerückt. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich halt erstmal YouTube. So. Und ich weiß halt noch nicht, ne? Weil man braucht ja Location und all so ein Drum und Dran. Und ja, deswegen weiß ich es halt tatsächlich noch gar nicht so. Fragen: Menschenaugen oder so Tieraugen? Weil für Tieraugen jeglichster Art habe ich ja auch schon viel auf meinem Channel. Zum Menschenauge habe ich tatsächlich ein Video, wie ich mal ein Menschenauge gezeichnet habe. Von daher, also mega viel kann ich dazu halt nicht sagen zum Menschenauge, weil ich da persönlich auch nicht so geübt drin bin. Deswegen halte ich mich, was sowas angeht, dann immer ein bisschen zurück. Klar kann ich Tipps geben, weil ich weiß, wenn ich weiß, ah, das gehört so und quasi auf der Zeichnung sieht das anders aus, aber im Grundlegenden halte ich mich da so ein bisschen zurück, was menschliche Augen angeht. Genau, also wie gesagt, dazu habe ich ein Video bisher auf dem Kanal, aber sonst auch nicht mehr, weil ich da, was Menschen angeht, halt auch nicht so interessiert bin, was das Zeichnen angeht. Deswegen habe ich fast halt nicht viel auf dem Kanal drauf, ne? Also von daher kann ich nicht mega viel weiterhelfen da. Vielleicht wird mal irgendwann, ist aber noch nicht geplant, ein Video folgen. Aber wie gesagt, das ist halt noch in weiter Ferne. Deswegen möchte ich da halt auch nichts versprechen. Finde deine Stimme sehr schön. Das finde ich sehr nett, dass du meine Stimme sehr schön findest. Ich finde tatsächlich, ich höre mich auf den Videos. Es ist crazy, sich selber zu hören, weil wenn ich meine Videos bearbeite, muss ich mich auch selber hören. Ich finde das schon mal schön, dass nicht so viele die Stimme so anstrengend finden.
YouTuber. Es ist gar nicht YouTuber. Das ist meistens so ein bisschen, was ich halt auch interessant finde. Also das, ich gucke ab und an mal hier, das kennen vielleicht auch einige von euch, Shania. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, falls du es gucken solltest. Da schaue ich ab und an mal vorbei. Deswegen ist das schwierig, da so ein. Ich habe da jetzt nicht von einem irgendwie alle durchgeguckt oder sowas. Oh Gott, wir haben gleich schon 2 Stunden. Ach, wie unangenehm. Ich habe mich nur minimal verschätzt in der Zeit. Mal wieder. Nächstes Mal sage ich einfach 3 Stunden und wenn ich unter 3 Stunden bleibe, ist das super. So mache ich das nächstes Mal. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt so, dann sieht man noch, oh, das möchte ich noch verbessern und das könnte noch besser sein. Das dann ganz, dann eskaliert das ein bisschen. Auch wenn ich mich hier dagegen sträube, so viel Details dann einzuzeichnen. Ich kann dann irgendwie. Sorry. So, aber ich glaube, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende zu. Das ist sehr klein, der Stift. Stiftverlängerer sind übrigens immer super, aber. Die Luminance passen da nicht perfekt rein. Nur mit Stopfen. Da biegt sich das schon auseinander. Muss ich mal richtig reinprügeln da. Und wenn ich dieses Bild quasi heute mich entschlossen habe, das fertig zu haben, dann schaue ich das auch morgen trotzdem nochmal an. Verändere vielleicht hier und da noch eine Kleinigkeit, was mir dann halt so spontan auffällt. Und dann erkläre ich es mir fertig. Also ich schlafe sozusagen immer noch eine Nacht drüber, gucke mit einem frischen Auge am Morgen dann nochmal drauf. Und dann entscheide ich, jo, ist finished oder no. Ich muss da noch ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, das geht mit einem frischen Auge immer ein bisschen besser, als wenn man die ganze Zeit schon. Eine Zeichen-Challenge. Habe ich mir tatsächlich nie eine überlegt. Das hier kann ja deine Zeichen-Challenge sein. Diesen Vogel mit Buntstift oder so, wie du es möchtest, zeichnen. Das kannst du ja auch als Challenge sozusagen für dich ansehen. Muss ich das für mich nochmal von weiter weg? Für euch zeige ich das auch nochmal so ein bisschen. Und ihr seht, wie gesagt, auch, dass das wieder spiegelt. Und ich sehe das halt auch nur in dieser gespiegelten Variante. Immer. Sind alle Bilder bei Pixabay? Nein, nicht alle Bilder, da muss man aufpassen. Da steht dann immer dabei, dass du das, also wenn du auf ein Bild klickst, steht das dann immer dabei, wie du das benutzen darfst. Da einfach immer drauf achten. So. Ich glaube, jetzt mache ich aber erstmal den Ast und dann nochmal fresh. Wo hier? Mache ich nochmal. So.
Vielen lieben Dank für den Anfang empfehlen. Ich sage immer Klasse statt Masse sozusagen. Ich kann da nur empfehlen, so ein kleines Polychromos-Set zum Beispiel zu nehmen. 36 zum Beispiel reichen völlig aus. Ich habe mit einem 24er-Set damals angefangen. Wie gesagt, ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da war nicht mehr drin. Und dann habe ich einfach nach und nach Sachen nachgekauft, die ich brauche. Und deswegen, ich habe auch nicht alle Polychromos, ich habe keine 120 Stifte. Und komme trotzdem recht gut zurecht, würde ich sagen. So, hier ist jetzt noch so eine Kralle. Die zweite Fit. So, mache. Hab ich auch, da sind fast alle Stifte, die du verwendet hast. Da siehst du, und wie gesagt, man findet immer irgendwelche Ausweichmöglichkeiten. Also das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Was nehme ich denn für den Ast? Ich überlege gerade. Nehme vielleicht einfach mal ein dunkles Braun. Den Ast mache ich jetzt wirklich sehr vereinfacht, weil ich möchte das halt auch relativ einfach wie möglich gestalten, damit nochmal der Fokus mehr auf dem Eisvogel liegt. Ich habe auch schon mit Polychromos auf Paint on Grau gezeichnet. Ja, da kamen bei mir die Farben nicht so toll zur Geltung, aber ich weiß nicht warum. Also man muss da wirklich schon auch in Schichten arbeiten und auch zum Schluss halt recht gut aufdrücken, weil sonst siehst du das Papier halt stark dadurch, was man ja in den meisten Fällen dann nicht möchte. Und dann geht das auch mit dem Polychromos ganz gut. Allgemein empfiehlt sich das dann, wenn man es bekommen kann, einen weißen Luminance zu kaufen, weil der weiße Luminance überdeckt das alles noch mal ein bisschen besser. Aber das ist halt, man kriegt es auch mit den Polychromos hin, aber mit den weißen Luminance ist es halt noch mal ein bisschen, ich sag mal, einfacher, die Farben noch mal zu überdecken. Nein, ich habe noch nie, also ich habe schon mal digital gezeichnet am PC. Es funktioniert halt richtig blöd. Es catcht mich auch tatsächlich noch nicht so doll. Der Eisvogel ist wunderschön geworden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den Kurzweg. Ich habe einiges dabei gelernt. Super, das freut mich. Ich mache dieses Jahr einen künstlerischen Adventskalender. Oha. Ich muss leider ins Bett, ich muss morgen arbeiten. Oh. Mein Beileid. Also, aber wie gesagt, ich versuche zu speichern. Vielleicht willst du dann den Schluss nochmal anschauen. Andere öffentliche YouTube-Künstler? Andere. Also, was meinst du mit kennen? Das ist halt immer. Kennen ist für mich. Ich kenne dich halt auch persönlich. Und ich kenne keinen anderen YouTube-Künstler jetzt persönlich. Also, von daher. Würde sich das dann. Etwas preis. Was empfiehlst du für dieses Papier? Das empfehle ich für preiswertes, getöntes Papier. Das gibt es in Grau. Das gibt es in, ich glaube, so Grau-Grün oder so. In Beige. Und in, ich glaube, blau. Das und für den Preis-Leistung, also man kriegt einen relativ dicken Block für relativ wenig Geld. Das wollte ich hier nochmal eben zeigen. Das ist der Mono Zero Radierer in Rund, womit ich gerade so ein paar Kohlepapierreste noch wegradiert habe. Ach, schwarz, siehst du, genau, schwarz gibt es davon auch noch. Sehr gut. Gut aufgepasst. Und ich persönlich habe halt nur das Graue davon. Vielen Dank fürs Reinschauen und viel Spaß beim Gassi mit deiner Hündin. So, hier als dunkelsten Ton nehme ich jetzt auch wieder Schwarz mit rein.
um einfach wieder diesen Kontrast zu bekommen. Und dann, liebe Leute, habe ich es auch gleich schon geschafft. Schon in Anführungsstrichen halt. So, den Ast zeichne ich natürlich bis hier an die Schwanzfedern ran. Von den dunklen habe ich jetzt wieder ein paar Striche in das helle reingezogen, damit es halt wieder so aussieht, als wenn dieses Gefieder über den Ast geht. Übrigens tapfer an alle, die bis hierhin schon mal durchhalten gehalten haben. Sind eigentlich auch noch welche dabei, die seit Anfang an dabei sind? Also seit circa 20 Uhr, wo wir gestartet haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass man mit Farbstiften so lebendig ist. Mir halt leid. Ich weiß nicht, immer wenn ich irgendwie frisch irgendwo neu live gehe, hat das ein entweder das Telefon oder irgendwas hat Probleme mit mir. Kurz empfehlende Runde habe hier vor kurzem studieren. Ja, ich finde, auf den Prinz kann man das, also allgemein finde ich, ich habe ja auch ein paar Prinz- oder Originalzeichnungen von anderen Künstlern. Die werdet ihr auch wieder im Art Room Tour sehen. Yay, einige sind noch da, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr noch durchhaltet. Ich bin auch, wie gesagt, jetzt gleich endlich fertig. Jetzt bringe ich nochmal dieses Caput Mortuum. Caput, der ist richtig ausgesprochen. Ich habe es früher auch immer anders genannt irgendwie. Ich habe das früher, glaube ich, immer K irgendwie Captum Mortuum oder sowas genannt. Das mir irgendwie mal darauf hingewiesen hat, dass es irgendwie falsch ist. Ich habe das irgendwie gar nicht gerafft, dass ich das falsch ausgesprochen habe die ganze Zeit. Aber dafür ist ja die Community da, die mich freundlicherweise mal endlich darauf hinweist, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Für deine Liebe zum Detail reichen so kurze Zeit nicht. Ich habe mich direkt auf länger eingestellt. Ah, sehr, sehr gut. Da kennt mich leider jemand besser als ich selber. Als ich mich selber, so meine ich das, ne? Also. Ist ja mal sehr beruhigend, wenn andere Leute einen schon fast besser einschätzen können als man selbst. Vielleicht sollte ich einfach dich nächstes Mal fragen haben, wie lange brauche ich dafür? Ich habe von anderen bis jetzt geschaut. Wie gesagt, wenn ihr mitzeichnet und bei Insta seid, nutzt gerne den Hashtag Vitas Artworks. So, jetzt versuche ich noch den Übergang so ein bisschen schöner hinzubekommen. Und solche, dass es so ein bisschen wie gemalt aussieht, also dass ich so ein bisschen übertriebene Striche hier zum Schluss mache, das mache ich halt extra, damit es noch so ein bisschen gemalteren Touch bekommt. Hattest du mal, oder nehme ich an, eine Zeichen, kann schon nicht mehr lesen, Zeichenblockade. Blockade würde ich es gar nicht nennen, dass ich vielleicht mal auf das keine Lust habe, was ich gerade zeichne. Und dass ich dann ein Problem habe, mit das Bild quasi anzufangen. Und wenn ich dann erstmal am Zeichnen bin, dann geht es halt auch wieder. Aber dieses Überwinden, das Bild anzufangen, das ist in manchen Fällen halt noch da. Aber ich weiß ja, wie es dann umgehen kann.
So möchte ich sagen, oder wie ich mir dann behilflich sein kann. Und dann geht es halt auch wieder. Und sich dann dafür belohnen, dass man das fertig geschafft hat, ist auch immer schön. Dass man sagt, wenn ich das fertig geschafft habe, dann darf ich das und das zeichnen. Vorher nicht. So, jetzt würde ich es schon fast so lassen. Weil irgendwann kommt dieser Moment, da ist es so overworked und ich will das nicht erreichen. Dieses Problem, diesen Punkt. Wie gesagt, ich werde da morgen eh nochmal raufschauen. Meine Hand so lange weh. Damit hatte ich tatsächlich noch nie Probleme. Und vielen Dank an meine Hand. Wichtig ist auch immer, sich das Blatt am besten so zu legen, dass man nur solche Striche macht, also zu sich hin oder zu sich weg. Weil dieses verkrampfte Halten, das kann ich halt auch nicht lange. Also dieses, dass man nachher so zeichnet, sondern ich drehe mich gut durch. Genau, einen Eisvogel habe ich auch als Feinartprint und dieses Bild wird wahrscheinlich auch in den Verkauf gehen. So, jetzt noch mal mit Schwarz. Die dunklen Ecken ein bisschen nachmalen. Und dann habe ich es, glaube ich, auch gleich geschafft und ihr seid erlöst. Wie gesagt, ich werde das quasi heute dann für mich in Anführungsstrichen als fertig erklären. Aber ich schaue morgen auf jeden Fall nochmal mit einem frischen Auge drauf, falls ich hier und da nochmal irgendwas sehen sollte, was ich halt verbessern möchte. Ich versuche mal meine Lampe so ein bisschen anders zu machen, dass das vielleicht nicht ganz so spiegelt. Also so sieht es erstmal quasi fertig aus. Ich kann hier auch irgendwas dahinter legen. Da kamen, glaube ich, noch irgendwelche. Warst du früher gut im Kunstunterricht? Nein. Ich würde nicht sagen, ich war schlecht, aber ich war auch nicht mit die Beste. Ja, der Eisvogel ist tatsächlich auch ein sehr beliebtes Motiv von den Drucken. Ich, wie gesagt, selber habe immer noch das Original. Ich möchte das auch noch nicht hergeben. Andere Stifte als die Poly. Also als Buntstifte habe ich tatsächlich nur die Polychromos und die Lumis. Also ich habe keine anderen Buntstifte. Ich habe nur quasi so, also hier seht ihr Luminance, Polychromos. Ich habe keine andere Buntstiftmarke. Ich habe mal Prismacolor gehabt. Für mich persönlich, klar haben die einen besseren Abrieb da drauf. Das ist komplett wahr. Das ist nicht gelogen. Aber für mich persönlich waren die zu weich, weil die nicht so lange die Spitze gehalten haben. Und ich musste übelst oft anspitzen. Und da ich dann ja auch irgendwann angefangen habe, auf dem grauen Papier Auftragsarbeiten zu machen, habe ich gedacht, gut, weil ich die hauptsächlich für so Skizzen auf grauem Papier benutzt habe. So. Bin wieder da, mega schön geworden. Ich wusste, dass das schön wird. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, haut sie raus. Ansonsten natürlich gerne in die Kommentare und denkt gerne dran, wenn euch das Video oder das Bild gefällt.
Gebt gerne ein Like für dieses Video. Schreibt auch super gerne nachher nochmal einen Kommentar darunter. Denn diese Interaktion mit diesen Videos hilft einfach mir und den Channel weiter zu wachsen, dass ich besser gerankt werde und so weiter. Also damit helft ihr mir auch nochmal ein wenig mehr. Ich benutze einfach alle Faber-Castell-Buntstifte. Mega. Also vielen, vielen Dank. Wie gesagt, morgen schaue ich da nochmal drauf. Morgen werde ich nochmal das auch fotografieren und so und dann bei Facebook und Co. posten. Wie viele Buntstifte? Das kann ich jetzt dir tatsächlich durchzählen. Den habe ich nicht verwendet, den habe ich nicht verwendet. Und den habe ich auch nicht verwendet. Ich zähle das dir für dich durch. 1, 2, 3, 4. Ich lege das Bild mal ein bisschen beiseite, falls da gleich ein Stift drauf fällt. Ich kenne mich ja. 6, 7, 8. So, ich glaube, das waren jetzt alle, die ich verwendet habe. So. Diese Buntstifte, also quasi, man hätte wahrscheinlich auch ein paar weniger nehmen können. Aber wie gesagt, das sind die, die ich dafür verwendet habe. Ihr seht, es ist nicht zu viel. Es wäre auch mit weniger gegangen, hundertprozentig, aber ich habe diesen Luxus, dann die Stifte zu haben und habe sie dann verwendet. Und das sind vielen lieben Dank. Also innerhalb von etwas über 2 Stunden ist dieser Eisvogel entstanden. Du bist mein Ohr, das ist voll lieb von dir. Dankeschön. Vielen, vielen Spaß. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle, die, wie gesagt, immer meine Videos schauen, meinen Kanal abonniert haben, kommentieren und so weiter. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Ich versuche jetzt diesen Stream zu speichern. Wünscht mir Glück. Ich weiß nicht, wie genau wie das funktioniert. Aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende und schlaf gut gleich. Dankeschön und tschüss.